Und damit. Ja, meinst du. Ja, da. Und damit herzlich willkommen zurück bei Running Red. Wieder mit dabei der Zeitzeit und die Eisley, die sich hier schon ganz freudig prügeln. Hallo! Ja, das gibt's zurück. Muss ja aufpassen, wenn der andere springt, nicht am besten hauen. Das haben wir schon einmal erlebt. Ja, wer war denn das nochmal? Ich weiß nicht, ich glaube, das war Eisley. Irgendjemand. Ja. Da. Hallo? Ich nicht. Eisley, große Massenmörderin. Ja, ja, klar. Bringt alle immer um. Und wir haben ganz tolle Neuigkeiten. Wir haben uns nämlich ein bisschen zusammengesetzt und haben überlegt. Erstens, das Netherportal ist hier weg. Wie ihr seht, das ist hier hinten. Haben wir es eingebaut, damit, falls da Zombie-Pigments kommen, die nicht mehr hier fleißig rumrennen und uns angreifen beim Craften. Und zweitens haben wir uns überlegt, wir haben ein Essensproblem. Dafür habe ich zwar die Farm das letzte Mal hier angelegt, aber ich weiß nicht, ob die so effektiv ist. Eine automatische Hühnerfarm und das wird sich jetzt halt Titel kümmern. Das bin ich ja. Und wegen dem Nether, damit wir da halt fliegen können, beziehungsweise dass uns die Monster nicht mehr so angreifen und wir halt die Quest richtig erledigen können, haben wir uns zusammengesetzt und haben halt überlegt, nicht nur auf Blood Magic zu gehen, sondern halt auch auf Industrial Craft. Das heißt Jetpack, Maschinen und den ganzen Kram. Und mit diesem Jetpack und der übermächtigen Rüstung auf Doomness kann man dann... Jetzt übernehme ich das auch schon von dir. Auf Doom? Mhm. Ja. Oh, schlimm, das ist ansteckend. Auf Doom. Ja, kann man dann halt weiter. Ich weiß, was du gerade gesagt hast, aber du hast sicherlich irgendetwas Wichtiges gesagt. Ich gucke jetzt mal nach einem Trichter. Wie baut man den denn? Wie baut man den? Oh. Und ich kümmere mich hier um die Technik. Um die Technik. So, wir brauchen Kisten. Das Glas kann ich mir auch gleich mal mitnehmen. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen eine Farm so machen, dass die Hühner Eier legen. Diese werden dann von einem Dispenser rausgeworfen und mit einer geringen Wahrscheinlichkeit entstehen dann neue Hühnchen. Und wenn die dann wachsen, dann verbrennen sie automatisch in der Lava und wir haben, ja, wir haben schon gekochtes Fleisch. So Wiesenhof-Style machen wir das so ein bisschen. Wir haben gar keinen... Verbrennen Items nicht auch in der Lava? Ja, aber die fallen ja runter. Was haben wir nicht? Wir haben kein Eisen, ne? Hier. Kann das sein? Ich hab's gerade auch gebraucht, deswegen habe ich's rausgenommen. Ach so. Wir haben ja jetzt nicht unbedingt eine unterirdische Eisenbuschfarm. Nein, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Die ist übrigens ausgeleuchtet und da kann man jetzt halt rein, ohne damit man ja, was sterben kann. Was jetzt so ein Problem wird, weil wenn, um Sand herzustellen, was ich halt brauche, um... Ich habe aber 5 Gunpowder eigentlich reingelegt gehabt in... Und wir haben auch kein Holz mehr. Achso, doch. Wir haben kein Holz mehr und überall stehen Bäume rum. Ja, also ganz blöd gesagt, das ist natürlich die Automatisierung unserer Produktion mit sehr, sehr vielen Items ist natürlich noch so ein bisschen im Stocken. Ja, na klar. So, jetzt was mich jetzt interessiert. Oh, du benutzt den Tisch hier gerade. Wir brauchen einen weiteren. Wir brauchen mal noch ein Crafting Table. Dann mach den doch. Ja, wir haben ja kein Holz mehr. Das ist aber ich bin schon fertig und ich habe unsere Energiequelle gemacht. Jetzt bin ich. Wo soll ich denn die Energie hinstellen? Ich mach das hier hin. Energie! Und damit brauchen wir jetzt halt ein Bucket of Life. Ja, ich bin die ganze Zeit am. Eisli, ich brauch das Holz. Ich brauch nur ganz wenig Holz. Ja, ja. Wie viel brauchst du denn? Für. Eine Kiste brauchen wir erstmal. Hier, ich hab hier 4 hingeschmissen. Okay, das reicht erstmal. Okay. Siehst du, wie toll ich bin? Ach, naja, man kann sich drüber streiten, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Du bist super. Welcher Apfel war das, dass man sich den nehmen kann und dann erstmal am Blutaltar sich endlos opfern kann? Den, wo wir so wenige davon haben. Okay. Der glänzt. Was aber ist das bitte denn? Ganz, ganz viel pieksen. Das ist unsere Sturmquelle, die habe ich gerade gebaut. Cool. Jetzt machen wir da einen Lava-Eimer rein und das werde ich jetzt ganz oft machen und dann läuft dieser Generator und wir haben Strom. Und da können wir Maschinen da dran anschließen und ja. Wow, das ist irgendwie cool. Das ist richtig geil. Wusste gar nicht, dass es sowas geht. Wusste ich auch nicht. Wir haben uns, wie gesagt, offscreen hingesetzt ohne dich und haben... Ja, habe ich schon bemerkt. So. Haben überlegt, was wir tun können. Du warst so schnell weg nach der Aufnahme. Stimmt doch überhaupt nicht. Ihr wollt mich einfach nur nicht dabei haben. Ja, natürlich. Wollen wir kurz schlafen gehen? Ich muss nämlich da hinten zu den Tieren. Natürlich. Natürlich.
Da kannst ja, du dann auch fleißig Eier einsammeln, weil du brauchst ja dann ganz, ganz viele für die Farm. Alle Eier, ja, Eier, die wir haben. Eier. Ja, wir. Ich brauch vor allen Dingen Eier. Komm, Maxi. Achso, du bist schon drin. Was brauch ich denn noch für die Farm? Ich hab eigentlich alles. Ich muss ab und zu mal auf meinen zweiten Bildschirm gucken, damit ich weiß, wie die Farm gebaut wird. Das machen wir so. Was soll ich jetzt noch an den Generator anschließen? Was brauchen wir dann als allererstes? Wie viele Kühe haben wir bitte? Alter! Habt ihr das auch gemacht, als ich weg war? Nee, die habe ich immer fleißig vermehrt. Willst du. Als ihr im Nether wart. Wie viele sind das bitte? Schlachte ruhig ein paar. Wir haben nichts anderes. Das ist kein Wiesenhof-Style mehr, das ist Tierquälerei. Schlachte ruhig ein paar. Ich hab fleißig gedingstet. Alter Schwede, ich glaube, ich baue die Farm. Wollten wir eine Schmelze bauen? Die steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Eine Schmelze? Ja, eine Schmelze für Eisen und sowas einzuschmelzen. Für manche Sachen werden wir sie wahrscheinlich brauchen, für manche Erze. Legierung und sowas, vor allem auch Mischung, also zwischen zwei Erzen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, mir ist es Lachs. Also mache ich eine Schmelze, dann brauche ich extrem viel Clay, das Kohlenhydrat. Oh, ich habe Angst, dass ich hier wieder runterfalle, ich habe da so ein Talent dafür. So. Ich muss gerade erstmal das Aufladekabel von meinem Headset holen, weil das Headset wieder anfängt zu piepen. Schon wieder? Das passiert ja echt jedes Mal, du. Ja, so. Warum blubber ich eigentlich so? Was ist da los? Oh, ich brauche auch Gunpowder. Ja, aber der Apfel gibt erstmal noch mega lange Feuerresistenz und sowas. Können wir Gunpowder irgendwie herstellen? Gunpowder ist gerade aus. Ich weiß, ich brauche nämlich auch ganz, ganz viel Gunpowder. Wie viel? Nee, nicht für. Ach, scheiße. Für Clay brauche ich das zum Herzustellen. Verpasst euch. Ich grenze das jetzt okay, ab. Okay, ich muss das Spiel wieder auf Englisch machen, weil das Problem ist einfach, dass die ganzen Sachen auf Deutsch haben, keine Ahnung, wie sie heißen. Nein, unsere Altare sind leer. Ja, das ist leer. Maxi hat sich doch gerade fleißig geopfert, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Aber ach nein, scheiße, die Eimer, die brauchen mega viel, die Leit. Aber dafür habe ich schon mal 16.000 RF aufgefüllt in unsere Generatoren. Cool. RF also entweder aus Schwefel oder aus dem Creeper-Hard oder. Ich brauche trotzdem Clay. Wie heißen denn diese Bricks nochmal? Diese Schmelzbricks-Dinger? Weißt du das? Für die Schmelze, die Steine. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Salt Bricks oder sowas, ne? Baut. Keine Ahnung, ich muss mich hier auch gerade konzentrieren, nicht, dass ich hier Scheiße baue. Mist, mir fällt der Name nicht ein. Tja, ich sehe, das ist eine 6. Nein. Oh, Menno. Was denn? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Bricks. Bricks. Vielleicht Bricks. Ja, ich gebe mal Bricks ein, aber da wird wahrscheinlich was. Nee, ich brauch jetzt diesen Trichter, damit ich weitermachen kann. Also zumindest so, dass ich dann nicht immer ganz nervig auf die andere Seite gucken muss, sodass es ein bisschen schneller geht. Haben wir Eisen? Achso, ja. Ich laufe natürlich direkt vom Eisenvorrat weg, ich Idiot. Fast Furnace. Du. Aha, noch was. Die waren schwarz, oder? Die Steinchen. Schwarz? Die waren doch schwarz, oder? Seared Bricks hießen die. Sie ausrastet doch. Ich hab's gefunden. Wie baue ich die am besten ab? Die Eisendinger? Boah, ich brauch so viel. Einfach rechtsklick. Gunpowder. Ach so. Ah, okay. Das ist wie ein Busch, Bärenbusch. Ja, Mann. Ich pflück nicht so auf Bären, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was? Nö. Gunpowder. Schon gar nicht in Minecraft. So, hab ich genug? Und jetzt? Wenn man das Spiel auf Deutsch stellt, dann ist bei Eisenbeere und die Beschreibung ist, im Englischen war hier ein Wortspiel. Das muss ich mir mal kurz angucken. So, Sprache. Wo ist Eisenglisch? Da ist Eisenglisch.
So, mal schauen, was das für ein unglaublich gutes Wortspiel ist. Können wir eigentlich auch so Siebe machen? Sweet Irony. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig Spiel. Nein. Okay, was ist? Nochmal? Ob wir so Siebe machen können. Siebe? Weiß ich nicht. Die beiden? Sieb? Können wir nicht. Ach so. So, und wie verarbeite ich jetzt die Beeren weiter? Hallo. Welche Beeren? Achso, die musst du in den Netherfurnace machen. Aber nur in den. Okay. Ich brauch Gunpowder. Hast du geguckt, wie es geht? Kann man nicht in das Spiel herstellen. Oh, schade. Haben wir noch Kohle? Wir haben locker noch Kohle, ne? Ja. Nein. Haben wir nicht? Echt nicht? Ah, du verarschst mich doch. Hast du gerade meine Life Essence einmal geklaut? Ich? Da ist genau eine gewesen, weil die Altar leer ist. Und das Problem ist, ich versuche gerade diese scheiß Flask hier. Ist das ein Level 2? Ist das ein Tier 2 Altar hier? Ja, ne? Kann. So was ein Tier 1. Ja, es braucht gut, das muss ein Tier 2 sein. Kannst du in. Wie geht denn das nochmal? Wo ist denn unser. Wieso braucht diese Scheißflasche so viel Blut? Was wir brauchen vor allem die Kohle. Wir haben keine Kohle. Mach doch aus Dingern, aus. Aus was? Aus Holz. Holz, ja. Ja, na gut. Muss ich aber erstmal. Wo ist denn unser Werkzeug-Dings da? Unser. Wisst ihr, was ich meine? Dieses. Nee. Dieses Gedingste da. Werkzeug. Wow. Du drückst dich Schraubenschlüssel! Schraubenschlüssel! Wo ist unser Schraubenschlüssel? Einer von uns den mit in den Tod gerissen hat, oder? Wie heißt. Das kann gut sein, dass er in der Kiste im Nether liegt, ich bin mir nicht ganz sicher. Wie heißt denn Schraubenschlüssel auf Deutsch? Auf Englisch? Screw. Ja. Nicht C-U, C-R-U? Nein, S-C. S-C? R-E-W. Müsste es eigentlich werden. Aber nö. Da kommt nur ein automatischer, also so eine Bohrmaschine. Ist das Green Screen? Cool! Ey, das ist voll heftig! Oh, jetzt brauche ich einen Schraubenschlüssel. Mensch, nein. Das kann es doch nicht sein. Ich möchte einen Greenscreen haben. Also, ich beende dieses Projekt nicht, bevor ich keinen Greenscreen gebaut habe hier. Okay. Da sind wir uns ja alle einig. Können wir trotzdem irgendwie gucken, wie ich einen Schraubenschlüssel wieder krieg? Nö. Ja gut, aber warst du im Nether? War der da nicht? Ich war nicht im Nether. Ja, dann guck mal da mal nach. Oder? So, wir haben jetzt wieder ein bisschen Eisen. 7 Stück. Oh ne, 61. Wo kommt denn so viel Eisen her? Hallo? Keine Ahnung. Eben hatten wir doch noch gar kein Eisen. Und plötzlich sind da jetzt 61 Stück drin. Und ich hab grad mal 7 gebracht. Oh Gott, hier sind so viele Töne und... Ich hab so Angst im Nether. Warum? Weil ich überall... Fußspuren höre und... Du hörst die Fußspuren? Ich höre die Schritte und ich gehe hier jetzt weg. Nein, es ist einfach so eklig hier. Ja. Hast du Angst? Ich habe Angst im Nether, ja. Lass mich in Ruhe. Wie mache ich jetzt halt Input in den... Perfekt. So. Shift drücken? Nein, ich wollte es nicht abbauen. Was hast du gemacht? Ich habe das Rohr abgebaut. Oh, Alter, ohne Witz, diese scheiß Kühe, ne? Die gehen mir so auf den Pisser. Töte sie doch. Ja, mach ich doch gerade. Deswegen meinte ich ja, wie gut, dass wir genug haben. So kann ich meine Aggression an ihnen ausüben. Krieg das hin. Wie krieg ich das hin? Glas kommt hier hin. Jetzt geht's irgendwie weiter, aber ich weiß nicht wie. Jo. Ah, okay. Wie baut man einen Dispenser? Ein Spender heißt der auf Deutsch, ne? Mhm. Waggonspender, Zugspender, Spender. Hier. Wir brauchen Steine und... Hä?
nur Steine und ein Redstone. Brauchte man nicht normalerweise irgendwie noch eine Kiste oder so dafür? Ich weiß es nicht mehr. Nicht? Okay, ich weiß das Rezept nicht mehr auswendig. Ich brauche ein Redstone und der Rest mit Stein außer die Mitte. Ja, ihr hattet jetzt auch kein Gunpowder mehr, oder? Nee. Wie kann eine so. Wie kann diese Ressource so wichtig sein und einfach nur die ganze Zeit fehlen? Was ist denn da los? Weiß ich nicht, ey. Aber wir haben doch eigentlich genug, oder nicht? Ich habe doch voll viele Creeper auch geschlachtet. Also so wenig waren das jetzt echt nicht. Was ist? Die sind aus, also. Maxi? Ja. Warum geht das Blut nicht in das Crystalloos System? Crystalloos? Ist das in Input gestellt oder Output? Ich klicke einfach mal ein bisschen drauf rum. Klick nochmal. Jetzt. Okay. Obwohl, nee, ist im Rot. 100%. Könnt ihr Claim Reward machen bei der Gunpowder Quest, dann kriegen wir 5 Stück. Oh, jo. Ist das bei 2 oder bei? Ist Juhu. Bei 2, ja. Ja, ich sehe es gerade. Jo, Moment. Ich habe mir nämlich Gunpowder geholt für Clay und Quavel und das Ganze für die Schmelze. Welches ist das? Burn in Hell? Bone Marrow? Welches? Ach, da, okay. Alles klar. Du kannst mir auch gerne den Quavel, das Gunpowder dann zuschmeißen, wäre ich deshalb verbunden. Nö, mache ich nicht. Bitteschön. Da, am Altar. Dankeschön. Okay. Wollen wir kurz schlafen gehen? Ja. Damit ich den weiterbauen kann? Aber wir sind auch schon wieder am Ende. Ich bin am Ende mit den Nerven, ja. Das Ende ist nah. Und so schön im Bettchen gekuschelt, würde ich sagen. Guten Tag, Maxi, geht ja schlafen. Du hast doch gerade schlafen, du Idiot. Ich hab mich nur eine halbe Stunde hingelegt. Okay, macht's gut. Alles klar, liebe Leute. Ciao. Ciao.